Hallo Leute, mein Name ist Martin Göhr und herzlich willkommen zu meiner Vorschau zum SummerSlam. Die Karte ist natürlich wieder komplett vollgestopft mit allem Möglichen, was gerade irgendwie in der WWE rumdackelt, was da irgendwie gerade was zu tun hat, in Storylines verbaut und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass diese Karte einfach viel zu lang ist und dass auch der SummerSlam mit seinen 7 Stunden dann einfach viel zu lang wird. Trotz allem, vergesst mir nicht, am Sonntag um 17.30 Uhr werde ich auf martingerow.de meine Kickoff-Show starten. Dort spiele ich dann alle Matches in WWE 2K18 nach. Und da werden dann nochmal alle Matches behandelt. Das heißt, ab 17.30 Uhr könnt ihr euch eigentlich vor den Fernseher hauen und dann bis 5 Uhr morgens durchballern und das komplett mit dem SummerSlam füllen. Und wir beginnen mit dem ersten Match aus der Kickoff-Show, und zwar das Raw Tag Team Titel Match zwischen dem B-Team und The Revival, was eigentlich hätte schon sein sollen, beziehungsweise das Match am Montag bei Raw, wo es ja auch schon um die Titel geht, hatte irgendwie keinen Sinn gemacht. Trotzdem hat man es irgendwie so hingebastelt. Auf jeden Fall sind Bray Wyatt und Matt Hardy jetzt erstmal aus dem Titelrennen rausgeschrieben. Und das Einzige, was mich hieran stört, ist, dass es in der Kickoff-Show ist. Deswegen denke ich nicht an einen Titelwechsel. Aber ich denke trotzdem an einen Titelwechsel. Ich tippe hier einfach mal auf The Revival. Das wäre nämlich schon mal gleich für den Anfang schon mal gleich ein fettes Ding hier zünden. Würde ich ganz geil finden. The Revival ist ein großartiges Tag-Team. Und von mir aus können die auch gerne mit den Titeln hier nach Hause gehen. Auch wenn das B-Team eigentlich relativ gut ankommt zurzeit. Dann haben wir Lana und Rusev gegen Zelina Vega und Andrade Cien Almas. Also eine kleine Nebenstoryline für SmackDown. Wurde ja auch deswegen nur in der Kickoff-Show hier mit verbaut. Und gerade weil wir das Match eigentlich schon hatten. Also wir hatten schon die Männer gegeneinander, wir hatten schon die Frauen gegeneinander. Jetzt beide zusammen gegen beide zusammen. Von mir aus ist aber eigentlich relativ egal, wer hier gewinnt. Ich denke mal aber, dass Aiden English hier wahrscheinlich wieder irgendwie was machen wird. Sodass Andrade Cien Almas und Zelina Vega mit dem Sieg nach Hause gehen und dann Rusev gegen Aiden English turnt, wenn man das so sagen kann. Dann ein Match, auf das ich mich doch recht dolle freue, und zwar Cedric Alexander gegen Drew Gulak um den Cruiserweight-Titel. Und die Leute, die Tour 5 Live nicht verfolgen, die machen erstmal an sich aufgrund dieser Tatsache schon mal was falsch. Aber die haben diese Fehde wahrscheinlich nicht mitbekommen, was halt ein bisschen komisch ist, dass es denn beim SummerSlam ist, aber hier auch noch in der Kickoff-Show. Aber trotzdem wird das Ding hier relativ gut werden und ich gehe sogar davon aus, dass Drew Gulak sich hier den Titel holen kann, weil Cedric Alexander ja auch schon eine ganze Weile den Titel hält. Und von mir aus kann man auch so langsam mal wieder ein bisschen neue Sachen hier bringen. Und obwohl Cedric Alexander natürlich immer noch großartig ist, muss man dazu sagen. Aber ein Titelwechsel zu Drew Gulak kann man auch mal machen. Ich finde aber so langsam, ich gucke ja Tour 5 Live wirklich sehr gern, aber so langsam brauchen wir mal ein bisschen neuere Leute vielleicht. Oder mal wieder ein bisschen was anderes. Mal schauen, was man mit den Cruiserweights noch weiterhin macht. Da man natürlich extrem viel Zeit beim SummerSlam hat, wird Elias auch noch eine große Performance an den Start bringen. Und da wahrscheinlich auch wieder von Bobby Lashley attackiert oder sowas. Aber Elias hat jetzt irgendwie kein Match oder so. Elias könnte ja von mir aus die Nationalhymne mal ein bisschen umdichten. Oder sowas. Kann man machen. Naja. Tag Team Titelmatch von SmackDown steht aber an. Und dort werden die Bludgeon Brothers gegen New Day antreten. Wo ich ja wieder sagen muss, New Day hatte schon sehr viele Chancen. Und war auch schon sehr häufig Champion. Deswegen weiß ich nicht so richtig, ob ich es gut finden soll, wenn New Day sich in den Titel wiederholt. Obwohl ich auch davon ausgehe, obwohl Luke Harper und Eric Rowan eigentlich relativ stark dargestellt werden, könnte es hier trotzdem weitergehen mit der Mission, New Day zu wirklich dem größten Tag Team unserer Zeit zu machen. Dann geht's weiter mit Baron Corbin gegen Finn Balor. Auch diese Auseinandersetzung hatten wir viel zu häufig bei Raw. Das heißt, die Matches oder die beiden In-Matches habe ich viel zu oft gesehen. Deswegen hookt mich das Match überhaupt nicht. Ich hoffe aber, dass Finn Balor hier relativ gut gewinnt und dass Balor dann auch in Richtung Titel geht. In Richtung Universal-Titel, der ja vielleicht demnächst frei wird. Dann haben wir noch das US-Titelmatch von Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy. Hier ist natürlich das große Problem, dass Randy Orton sich wahrscheinlich hier einmischen wird. Somit wird es höchstwahrscheinlich keinen klaren Sieger geben. Jeff Hardy den Titel wiederzugeben, so schnell finde ich ein bisschen komisch. Und auf der anderen Seite, Shinsuke den Titel so schnell wieder abzunehmen, würde ich auch komisch finden. Also was will Randy Orton jetzt überhaupt da mitmachen? Das ist alles ein bisschen komisch. Ich tippe einfach, dass das hier nicht clean ausgeht. Dann haben wir mal eine Fehde, die wirklich sehr, sehr gut aufgebaut wurde. Und zwar The Miz gegen Daniel Bryan. Großartiger Aufbau, auch wenn man zu dem Zeitpunkt, als es aufgebaut wurde, noch nicht wusste, dass es wirklich in ein Match gehen kann.
trotzdem hier einfach alles super geil. Sogar auch schon mit der Sache, dass ja früher, als NXT noch scheiße war, der Pro von Daniel Bryan The Miz war. Also eigentlich ging es da schon los. Was halt einfach cool ist, dass man das hier alles jetzt in dieses Match hier mündet. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Egal welcher der beiden hier gewinnen wird, ich hoffe, dass der Sieger aus diesem Match danach in Richtung WWE-Titel geht. Egal ob es The Miz oder Daniel Bryan ist, ich feiere beide. Deswegen, ich tippe jetzt auf The Miz, aber ich finde alles cool. Dann muss Carmella ihren Women's Titel von SmackDown gegen Charlotte und Becky Lynch in einem Triple Threat Match verteidigen. Auch das wurde ja erst recht kurzfristig entschieden, dass da einfach mal jetzt noch Charlotte mit dabei ist. Und ja, generell hat man aber sehr viel Aufmerksamkeit auf Becky Lynch in dieser Fehde gezogen. Sie wurde Number One Contender, dann hat sich Charlotte mehr oder weniger reingezweckt. Deswegen tippe ich auch auf einen Sieg von Becky Lynch. Klar könnte man auch den Titel weiterhin bei Carmella behalten, denn so schlecht finde ich sie nicht als Champion. Zieht halt gut Heat und das ist ja nicht verkehrt. Und ja, ich tippe aber trotzdem auf Becky Lynch. Dann geht's weiter mit dem Intercontinental Championship. Das Ganze aber hier auch wieder in einem Singles-Match zwischen Dolph Ziggler und Seth Rollins. Also auch wieder, naja, Match habe ich schon tausendmal gesehen jetzt. Er hookt mich also eigentlich auch nicht. Aber auf beiden Seiten haben die beiden jemanden dabei. Und zwar Drew McIntyre auf der Seite von Dolph Ziggler und Dean Ambrose auf der Seite von Seth Rollins. Was es halt auch wieder irgendwie cool macht. Aber irgendwie auch komisch, dass das dann nicht einfach ein Tag Team Match geworden ist. Aber so soll es natürlich auch ein Intercontinental Titel Match geben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Seth Rollins sich den Titel hier wiederholt. Auch nicht mit der Hilfe von Dean Ambrose. Vielleicht gibt es einen Turn von Dean Ambrose, das wäre auf jeden Fall krass. Aber ja, ich denke eher, die beiden gehen dann halt eher in die Tag Team Richtung und brauchen eigentlich den Intercontinental Titel dann zu diesem Zeitpunkt nicht. Weiter geht's mit dem Match, was wahrscheinlich am interessantesten wird für den restlichen Verlauf des Abends. Und zwar das Money in the Bank Briefcase Match rund um Braun Strowman und Kevin Owens. Das heißt, es geht um den Koffer. Kevin Owens könnte hier wirklich das Ding sich holen, was ich einfach richtig krass finden würde. Denn das Problem, was ich ja daran habe, dass Braun Strowman Mr. Money in the Bank ist, ist einfach, dass er den Shot einlösen würde gegen Roman Reigns oder Brock Lesnar. Das heißt, gegen die Leute, gegen die er sowieso in den letzten Monaten schon Fäden hatte. Also, warum das denn so machen, Kevin Owens hier aber reinzustecken, würde alles auf jeden Fall ändern. Deswegen, obwohl ich Braun Strowman feiere, tippe ich hier auf Kevin Owens und würde mich da übelst drüber freuen, weil das einfach richtig krank wäre. Dann geht's weiter mit dem Raw Women's Titel und hier wird Alexa Bliss gegen Ronda Rousey antreten. Die Fehde finde ich hier gar nicht so schlecht, denn hier hat man darauf verzichtet, die beiden schon während der Raw Shows immer gegeneinander zu setzen. Das heißt, wenn die hier beide gegeneinander antreten, ist es das erste Mal. Und das finde ich eigentlich ganz gut und auch mal angenehm, dass man sich auf dieses Match hier auch freuen kann, weil dafür sollten ja die Pay-Per-Views da sein. Naja, und natürlich ist halt hier das ganze Ding, wenn Ronda Rousey diesen Titel bekommt, wird es nach dem SummerSlam natürlich sehr viel Aufmerksamkeit aus den Medien in Richtung WWE gehen. Und deswegen tippe ich auch darauf. Ich würde es zwar nicht so gut finden, weil ich Ronda Rousey immer noch sehr, sehr skeptisch sehe. Sie braucht auf jeden Fall noch einige Zeit der Übung, macht alles noch sehr, sehr hektisch, noch sehr unbedacht und einfach viel zu ruppig. Und naja, ich bin auf das Match auf jeden Fall gespannt und tippe aber trotzdem auf Ronda Rousey, dass sie mit dem Titel nach Hause geht. Dann haben wir noch den Main Event aus SmackDown und zwar das WWE-Titelmatch zwischen AJ Styles und Samoa Joe. Noch hier hat man das, was ich schon häufiger mal jetzt angesprochen habe, auch bedacht, dass man Samoa Joe und AJ Styles hypen möchte, dass die sich das erste Mal in WWE-Zeit wirklich in einem Match gegenüberstehen. Und das ist doch das, worauf man sich freuen kann, wenn die einfach die ganzen Wochen schon Tag-Team-Matches gegeneinander haben oder miteinander oder sich da ohnehin schon die ganze Zeit irgendwelche Matches liefern, dann hookt mich das Match nicht mehr. Auch hier hat man das sehr, sehr gut gemacht. AJ Styles und Samoa Joe auch ein bisschen in die persönliche Richtung hier gegangen. Gerade in der letzten SmackDown-Episode mit dem fetten Cliffhanger, das war schon mal nicht so schlecht. Deswegen fand ich das alles soweit sehr gut. Und gerne auch, Freunde, einen neuen WWE-Champion in Samoa Joe. Denn der Typ ist einfach für seine Statur übelst beweglich. Der Typ hat's drauf. Und das Match hier wird richtig, richtig gut. Das ist ja der Wrestling-Main-Event, den die Wrestling-Fans sehen wollen.
und ausnahmsweise auch bei dieser Wrestling-Show bekommt. Der andere Main-Event wird ja wrestlerisch eher meh. Deswegen mein Tipp, Samoa Joe holt sich den Titel und ich find's cool. So, und dann zu Brock Lesnar gegen Roman Reigns um den Universal-Titel, Teil 37. Und ja, sehr, sehr kontroverses Match, muss man sagen. Roman Reigns natürlich immer noch gehasst von den Leuten und auch hier erneut in dem großen Pay-Per-View im Main-Event. Aber gegen Lesnar, der nie da ist, den die Leute auch nicht als Champion sehen wollen. Das heißt, alle Leute, die hier im Publikum sitzen, sind extrem zwiegespalten über dieses Match, was ich eigentlich das Lustige daran finde, dass man das hier so aufgebaut hat, dass man eigentlich nicht will, dass Roman Reigns Champion wird, aber man will, dass Brock Lesnar nicht mehr Champion wird. Also muss man sich mit irgendwas zufrieden geben. Also eine gute Möglichkeit, um zumindest kurzzeitig Pops für Roman Reigns zu bekommen, was ja auch mal eine nette Abwechslung wäre. Dann haben wir aber noch den Money in the Bank Koffer und der wird ja einfach alles entscheiden, denn das ist ja einfach noch der letzte wichtige Punkt, der hier mit reinzählt. Wenn du nämlich das als Main Event machst und nicht den Money in the Bank Koffer hättest, dann würden wahrscheinlich sehr viele Leute die Halle verlassen. Das war in den letzten Pay-Per-Views auch schon so, dass keiner mehr Roman Reigns Main Event Matches sehen wollte und die dann wirklich teilweise die Halle verlassen haben. Und das sollte man natürlich so nicht machen. Mit dem Money in the Bank Koffer hast du aber hier in diesem ohnehin schon sehr komischen Main Event, für die Fans Emotionen komisch, halt eine Komponente mit reingesetzt, die es dann doch wieder spannend macht. Und das finde ich eigentlich so geil an dieser Nummer hier. Ich bin also echt gespannt. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, die passieren würden. Ich gehe ja davon aus, dass Kevin Owens das Match gegen Braun Strowman irgendwie gewinnt. Das heißt, Kevin Owens müsste hier den Koffer eincashen. Und ob er jetzt gegen Brock Lesnar oder ob er gegen Roman Reigns den Koffer eincasht, ist mir doch persönlich erstmal völlig egal. Weil ich glaube, dass derjenige, der den Koffer eincasht, dann auch mit dem Titel nach Hause geht. Das heißt, das wird auf jeden Fall sehr ausschlaggebend sein, das Match zwischen Kevin Owens und Braun Strowman. Hier ist aber natürlich auch noch die Frage, wird Lesnar alles und jeden töten? Denn wenn Lesnar an dem Tag einfach einen neuen Vertrag unterschreibt bis zu Survivor Series, was er ja machen kann, weil er erst im Januar bei der UFC antreten kann, ja, dann haben wir Brock Lesnar einfach noch weiterhin als Universal Champion, egal wie es jetzt läuft, auch mit dem Money in the Bank Koffer, ist denn auch scheißegal. Dann gewinnt einfach Lesnar und das war's. Dann müssen wir uns wieder weitere Monate damit um die Ohren schlagen, dass der Champion nicht da ist. Und das finde ich einfach übelst scheiße. Von mir aus kann auch gerne hier Roman Reigns mit dem Titel dann nach Hause gehen. Hauptsache, wir sehen den Titel wieder. Wir brauchen das Ding. Es ist einfach so, Raw ist echt schwierig zu booken, wenn der Hauptchampion, um den sich eigentlich sehr viel drehen sollte, nicht da ist. Ja, Freunde, auf jeden Fall damit eine sehr spannende Geschichte hier für den SummerSlam geschaffen. Das hypt mich dann doch auf jeden Fall, das ganze Ding hier gucken zu müssen. Vergesst dann also nicht meinen Livestream und checkt auch gerne mal Smilodogs aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung und einen Gutscheincode Martin10 gibt es natürlich auch noch für 10% Rabatt. Checkt das gerne aus und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, Daumen nach oben zu geben und diesen Kanal hier noch ein Abo dazu lassen. Und auch gerne Kanalmitglieder werden für die Raw und SmackDown Reviews nach dem SummerSlam. Ich glaube, die werden auch wieder ziemlich cool. Da gibt es vielleicht ein paar NXT-Call-Ups. Mal schauen. Auf jeden Fall auschecken und dann sehen wir uns im Livestream. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.